Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Bees. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Bees. Auf dieses Spiel haben wir uns schon lange gefreut, weil Next Move ist bei uns sehr beliebt, der Verlag. Ich sag nur Azul. Jetzt auch wieder hier 4 Buchstaben Bees. Da haben wir uns drauf gefreut. Vertrieb über Asmodee. Und dieses Familienspiel ab 8 Jahre möchte ich euch jetzt in diesem Video vorstellen. Und abschließend gibt es ein Fazit. Mal sehen, ob es noch einen zweiten Teil gibt mit einem Gameplay. Aber jetzt geht es erst einmal um die Abläufe und natürlich unsere Meinung zu diesem Spiel. Ab 8 Jahre habe ich schon gesagt, für 2 bis 4 Spieler, Spielerinnen und geht 30 bis 45 Minuten. Wunderschönes Cover. Also jetzt schon hat man wirklich Lust. Zumindest geht es uns so, das zu spielen. Es gibt ein Inlay, da hat wirklich alles super Platz. Da hat man mitgedacht ohne Ende. Es gibt hier eine Anleitung, die ist sehr übersichtlich und dann sogar noch eine Rückseite mit den Karten, wo die nochmal erklärt sind. Also mit diesem Einstieg, da fühlt man sich schon mal wohl und freut sich quasi auf das Spiel. Ich habe es jetzt schon mal ein bisschen aufgebaut, in dem Fall für 2 Spieler. Klar, ist ja auch wichtig zu wissen, ob das auch zu zweit gut funktioniert, weil ansonsten habt ihr natürlich viele weitere Tableaus, sodass der Spielplan größer ist. Ihr könnt es auch variieren, es wird so angegeben teilweise, wie man es aufbauen soll, aber das ist in dem Fall der Aufbau und hier seht ihr die anderen Bienen, die zum Einsatz kommen, abhängig von der Spieleranzahl. Klar, dafür zahlt man auch ein paar Euro mehr, aber ist das nicht wunderbar? Also das ist echt schon mal eine Augenweide. Es geht natürlich um Punkte, ganz klar, weil wo fliegen die Bienen hin zu den einzelnen Blumen und diese Steine werden natürlich dann auch auf die Wabe gelegt, wie man jetzt hier sehr deutlich dann sieht, weil jeder Spieler hat neben der Biene natürlich auch noch so eine Wabe, wo hier diese Spielelemente platziert werden, Nektarsteine. Das heißt, Aufgabe der Biene ist es, unterschiedliche Felder anzufliegen und hier natürlich Nektar abzugreifen, die natürlich abhängig von der Flugweite hier auf die Wabe platziert werden. Deswegen werden am Anfang Karten ausgelegt. Von jeder Farbe wird eine Karte gelegt. Da gibt es natürlich bei Weitem noch viel mehr. Das heißt, es sind Gemeinschaftsaufträge. Jeder Spieler bekommt auch von jeder Farbe auch eine Karte als Einzelzielkarte und nimmt sich dann die 3 Karten. Eine muss er weggeben, sodass jeder Spieler dann 2 Karten auf der Hand hält und 3 Karten bilden die offene Auslage. Hier sieht man aber auch, was es für Punkte gibt am Spielende. Weil gespielt wird so lange, bis bei einem Spieler, ich halte nochmal hier das Tableau in die Kamera, bis bei einem Spieler so viele Spielsteine hier drin liegen. Immer wenn man Spielsteine hier reinlegt, rückt der Marker vor. Das heißt, bis ein Spieler am Ende angekommen ist und ist am Ende angekommen, dann wird die Runde noch zu Ende gespielt. Das heißt, hier befüllt sich nicht alles, sondern weil sie nur hier diese 12 oder mehr Spielsteine. Es können aber auch mehr sein, aber dazu komme ich gleich, dann wird es auch klar. Also, was haben wir hier für Karten? Hier zum Beispiel bekommt man 2 Punkte am Ende für jeden weißen Stein. Ich nenne es jetzt einfach mal weißen Stein. Oder hier bekommt ihr die, wenn ihr die Spielsteine anordnet, hier in so einem Dreieck, bekommt ihr 4 Punkte. Oder hier 7 bzw. 12 Punkte, wenn ihr es in der Wabe oben oder unten anordnet, je nach Vorgabe. Übrigens, mein Einzelauftrag, der zeigt an, ich kriege dann noch für 2 Punkte für jeden roten Spielstein. Und hier, gerade genau das Gegenteil, warum ich mir den jetzt ausgesucht habe, aber ab und zu macht es durchaus Sinn. 3 Honigtropfen für 3 verschiedenfarbene Nektarsteine. Also die Anordnung muss anders sein, ist auch sehr gut an der Illustration zu erkennen. So, mit diesen Informationen kann man auch schon einsteigen und jetzt geht's los. Jetzt wollen wir natürlich fliegen. Wir können auch übereinander, also über die anderen Bienen hinweg fliegen. Und wie weit fliegen wir? Ja, gerade kann ich nicht fliegen, weil hier das ja durchgestrichen ist. Also ich darf nicht in die gerade Richtung. Ich kann aber hier, ich denke, man sieht es auch von der Kamera, 1 oder 5 Felder weit fliegen. Das heißt, ich kann hierhin fliegen oder 1, 2, 3, 4, 5 oder hierhin fliegen. Ich kann auch rückwärts fliegen. Da wird die 3 angezeigt. 1, 2, 3. Wenn ich auf so einem Wasserfeld lande, bin ich sofort noch einmal dran. Aber ich kann natürlich jetzt hier in diese Richtung A1 bis 5, hier übrigens 2 bis 4 Felder. Ich entscheide mich einfach mal, dass ich zum Beispiel ein Feld weiter fliege, weil hier gibt es ja 2 Punkte. Das heißt, ich fahre ein Feld, also 1 oder 5. Ich drehe die Biene also um und fahre ein Feld nach vorne. Jetzt stehe ich angrenzend zu einem, ich nenne es jetzt Spielstein, und den nehme ich mir. Wo lege ich denn hier auf das Tableau? Ich bin ein Feld geflogen, das heißt, ich muss es in die Wabe auch auf das 1er Feld dann legen. Ich muss mir also
genau anschauen, wie weit ich geflogen bin, wo ich den Spielstein platziere. Und hier auf dem Spielplan gibt es natürlich Kombinationen, für was es am Schluss auch Punkte gibt. Und dann ist quasi der nächste Spieler dran. Wie gesagt, lande ich auf dem Feld mit so einer Wasserblase, bin ich sofort nochmal am Zug. Lande ich dann irgendwann hier in diesem mittleren Bereich, wenn ich es schaffe, dann nehme ich mir hier so einen großen Stein und noch so einen kleinen Stein, also gleich zwei. Übrigens, wenn man hier dann einen Stein platziert, dann geht man auch, und das vergisst man gerne, geht man natürlich auch hier ein Feld weiter. Wenn ich jetzt zwei Steine bekomme, dann platziere ich die natürlich auch auf die Flugweite, diese Steine, und rücke dann zwei Felder weit. Sodass es je nachdem auch vorkommen kann, dass man am Schluss 12 oder mehr hat, wenn man vielleicht dann gleich zwei Spielsteine dann nimmt. So hat man dann je nachdem 13 Steine durchaus da liegen. Das ist auf jeden Fall möglich. Also, ihr merkt durchaus so ein bisschen abstraktes Spiel. Das wird ja auch am Anfang aufgebaut, wie man es hier sieht, mit den einzelnen Feldern. Nur die mittleren Bereiche, die bleiben leer. Da müsst ihr dran denken. So habt ihr es ja auch hier in der Übersicht. Und das ist jetzt quasi ein Aufbau für zwei Spieler. Ja. Das waren quasi schon die Regeln. Ihr spielt so lange, bis ein Spieler quasi seine Wabe vollgefüllt hat. Nicht vollgefüllt hat, sondern den Marker am Ende hat. Dann wird die Runde noch zu Ende gespielt. Und dann nehmt ihr euch einfach, auch sehr schön gemacht, muss man nicht wieder einzeln rechnen, nehmt ihr euch einfach diesen Wertungsblock und dann geht ihr einfach die einzelnen Aufträge durch. Ihr merkt ja, das sind die Gemeinschaftsaufträge und das sind die Einzelaufträge, die man dann hat. Dann rechnet man quasi die Punkte, also notiert die Punkte in den einzelnen Feldern und der Spieler mit den meisten Punkten hat dann gewonnen. Großer Block auf jeden Fall, wo man hier hat. Leider ist es nicht doppelseitig, aber wenn der Block dann wirklich leer ist, könnt ihr auch das separat notieren. Und so funktioniert das Spiel und wer dann die meisten Punkte hat, der hat das Spiel gewonnen. Immer wieder werde ich bzw. werden wir nach Azul gefragt. Da gibt es ja mittlerweile drei Versionen und mein Favorit ist nach wie vor das klassische Azul, Spiel des Jahres damals. Abstraktes Spiel, aber richtig gut. Und nicht heimlicher Favorit, aber wenn es ein bisschen anspruchsvoller sein soll, dann holt ihr euch Sommerpavillon. Jetzt habt ihr noch ein drittes Spiel, das heißt jetzt nicht Azul, aber das heißt Bees, zumindest die vier Buchstaben, wie es gewohnt ist bei Next Move und ist aus meiner Sicht auch ein tolles, abstraktes Spiel, aber eingetaucht in die Bienenwelt, auch thematisch wirklich schön gemacht. Und das ist ja auch, was bei mir durchaus eine Rolle spielt. Azul ist klassisch abstrakt, klar, merkt man dem Spiel an, gehört eigentlich auch quasi in die Reihe der abstrakten Spiele, wer die Roomtour gesehen hat. Aber es steht unten beim Elias im Lieblingsregal. Und Bees ist es jetzt auch ein abstraktes Spiel, zumindest thematisch wirklich schön gemacht mit Bienen. Es ist auf jeden Fall ein klassisches, wirklich attraktives Familienspiel. Man zahlt ein paar Euro mehr, das ist insbesondere dem Material und ich glaube auch den Bienen geschuldet, weil ich glaube, das kostet wahrscheinlich auch einiges, was die Produktion angeht. Aber hier mit diesem Muster wirklich schön gemacht. Ich glaube, die Augen, hier werde ich noch zwei weiße, in dem Fall, Augen dann rein platzieren. Aber ansonsten ist es wirklich sehr schön gemacht, sehr gelungen, sehr wertig und auch mit einem Inlay, wo ihr dann alles hinterlegt dann habt. Übrigens auch noch mit englischen Karten, deswegen sind die Karten hier drin. Also es gibt deutsche und englische Karten, sodass auch da Möglichkeiten bestehen. Material top, Anleitung seid ihr sofort drin. Das Einzige, wo ein bisschen, wo man nachschauen musste, ist das hier mit dem mittleren Bereich. Der befüllt sich hier nicht. Hier seht ihr die Anordnung, hier seht ihr die Anordnung, was das Spiel zu zweit angeht. Wir haben das jetzt etliche Male gespielt und unabhängig von der Spieleranzahl kann das Spiel sehr unterschiedlich verlaufen. Es kann so laufen, dass ihr euch groß gar nicht in die Quere kommt und ihr spielt quasi ein bisschen solitär. Das mögen viele nicht und sagen sie, es ist nicht so das gesellige Spiel, es spielt sich eher ein bisschen solitär. Wir haben aber auch Partien erlebt, wo das wirklich hin und her ging, wo man sich quasi hier die Spielsteine abgegriffen hat, weil vielleicht der Mitspieler einen ähnlichen Auftrag gehabt hat auf der Hand. Also auch das haben wir überlebt. In dem Fall erlebt, so muss ich sagen. Überlebt haben wir sowieso, aber erlebt auch. Deswegen müsst ihr auf jeden Fall erstmal einige Partien spielen und dann, je nachdem, könnt ihr eure Meinung euch bilden, weil bei uns war die erste Partie wirklich so, ein Spieler war hier auf der Seite, der andere Spieler war auf der anderen Seite. Wir sind nur groß gar nicht in die Quere gekommen. Und in weiteren Spielen gab es dann durchaus ein paar Konflikte. Das hängt natürlich auch von der Spielanzahl ab, wobei, wenn man es natürlich mit 3, 4 Spielern spielt, das Tableau auch ein bisschen größer ist. Und deswegen gibt es auch eine Expertenversion, um hier das Ganze ein bisschen anders, anspruchsvoller zu gestalten. Je nachdem, wie ihr spielen wollt, wird auch sehr gut in der Anleitung angegeben. Da geht es insbesondere um die Aufträge. Da habt ihr natürlich Variationsmöglichkeiten ohne Ende. Problematisch ist natürlich, wenn man hier einen Auftrag hat, wo es in die Felder geht und dann habt ihr vielleicht einen anderen Auftrag, hier zum Beispiel, wo es dann darum geht, dass man so ein X-Bild
bilden muss, dann wird es natürlich schwer. Ihr kriegt ja nicht beides erfüllt. Deswegen solltet ihr am Anfang durchaus genau schauen, welche Aufträge ihr denn abwerft oder welchen Auftrag ihr abwerft. Bei mir ist meistens der rote Auftrag, weil es einfach ein bisschen problematisch ist, die ganzen Felder nach Vorgabe zu erfüllen. Gibt aber auch viele Punkte und dann kommt man locker mal an die 40 Punkte ran. Das ist möglich, das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. Insgesamt wunderschönes Spiel. Spielerisch überzeugt uns, der Elias mag es auch. Der einzige Streitpunkt, wo wir jetzt aktuell haben, in welches Regal das Spiel jetzt kommt. Ich hätte gesagt, es kommt in unser Regal Familienspiele in die Nähe von Azul, direkt beim Elias, weil der Elias findet es auch super und es macht ihm auch sehr viel Spaß. Ja, ich glaube, das waren alle wichtigen Infos. Altersangabe ab 8 Jahre passt. Am Anfang muss man ein bisschen schauen mit dem Fliegen. Man muss, wenn man es übrigens ein paar Mal gespielt hat, dann muss man sich auch nicht immer drüber lehnen und schauen, wo sind die Zahlen. Das weiß man. Nach 2, 3 Partien weiß man das automatisch, dass rückwärts 3 ist, 2, 4 und seitlich ist immer 1 und 5. Das heißt, man muss es nicht immer rumdrehen. Man weiß das automatisch und fliegt dann automatisch. Komm, ich fliege 3 Felder, 1, 2, 3. Manchmal bekomme ich vielleicht auch gar nichts auf einem Feld. Das kann natürlich auch passieren. So, ich glaube, das waren alle wichtigen Infos. Das Spiel müsste es auch im Handel geben. Ich muss ja immer parallel mittlerweile nachschauen, weil wir momentan einfach so viel spielen, nach wie vor sehr viel spielen und dadurch euch natürlich auch sehr viel Information und viele Spiele auch zeigen kann. Wer sich das Spiel dann holen wollen, dann will, dann gerne über die unten genannten Links. Da unterstützt ihr uns automatisch. Es müssen auch keine Spiele sein und ihr zahlt dafür auch nicht mehr. Das machen viele von euch. Ansonsten, ja, so viel zum Thema Werbung. Patreon, Steady habt ihr ja auch etliche Möglichkeiten. Unterstützen uns ja auch einige. Das war aber jetzt Bis. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich freue mich, ja, spielt ihr eigentlich noch Azul? Würde mich auch mal interessieren. Oder habt ihr erst Azul kennengelernt? Ich freue mich auf eure Kommentare und ich bin mal gespannt, was der eine oder andere zu Bis sagt. Ich finde es toll. Ich kann es empfehlen. Das waren alle Infos. Jetzt aber wirklich Schluss. Ich sage danke, mach's gut und bis bald.